Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Lockdown bis zum 10. Januar, mehr als 600 Corona-Tote und erneut Leichenteile in Pankow gefunden. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 3. Dezember. Der aktuelle Teil-Lockdown wird bis mindestens zum 10. Januar verlängert. Darauf haben sich Bund und Länder am Mittwoch geeinigt. Restaurants, Museen, Theater und andere Freizeiteinrichtungen bleiben damit weiter geschlossen. Laut Bundeskanzlerin Angela Merkel sei Deutschland trotz der bisherigen Maßnahmen noch sehr weit vom Zielwert entfernt. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller fordert von der Bundesregierung Planungssicherheit bei den anstehenden Corona-Impfungen. Viele Länder, wie auch Berlin, seien laut Müller mit ihren Impfzentren schon gut vorbereitet. Was nun fehle, sei eine bundesweit einheitliche Regelung zu den Rahmenbedingungen der Massenimpfung. Weiterhin unklar ist auch, welche Bevölkerungsgruppen in welcher Reihenfolge zuerst geimpft werden sollen. Die Zahl der Corona-Toten in Berlin überschreitet mit nun 618 die 600er-Marke. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Mittwochabend hervor. Neu angesteckt haben sich 958 Menschen. Mehr als jedes vierte verfügbare Krankenhausintensivbett in Berlin ist aktuell mit einem Covid-Patienten belegt. Diese Corona-Ampel steht wieder auf Gelb. Die Auslastung der Betten liegt bei 24%. Weiterhin auf Rot steht die Corona-Ampel der 7-Tage-Inzidenz. In einer Woche haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet 181,6 Berliner infiziert. Berlin plant eine weitere Quarantäneunterkunft für Geflüchtete einzurichten. Laut Tagesspiegel-Informationen laufen dafür beim Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten seit mehreren Wochen Vorbereitungen. Bisher gibt es in der Buchholzer Straße nur eine solche Unterkunft, in welcher geflüchtete Menschen in Corona-Quarantäne gehen können. Diese stößt aber zusehends an Kapazitätsgrenzen. Aktuell sind dort 250 Menschen untergebracht. Bezirksverordnetenversammlungen in Berlin könnten Corona-bedingt bald digital stattfinden. Ein entsprechender Entwurf zur Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes soll am nächsten Dienstag vom Senat beschlossen werden. In Kraft treten könnte eine entsprechende Änderung dann Anfang 2021. Zuletzt waren schon Versammlungen unter anderem in Turnhallen oder auf Fußballplätze verlegt worden, um die Corona-Abstandsregeln einhalten zu können. Die Deutsche Bahn will 100 Sonderzüge im diesjährigen Weihnachtsverkehr einsetzen. Das entspricht doppelt so vielen Extrafahrten als in normalen Jahren. Die Sonderzüge sollen zwischen dem 18. und 27. Dezember zum Einsatz kommen. Wie ein Bahnsprecher am Mittwoch mitteilte, soll damit in der Corona-Pandemie für mehr Platz in den Zügen gesorgt werden. Schon in der vergangenen Woche hatte die Bahn Maßnahmen zum Infektionsschutz getroffen. Bei Doppelsitzen kann nun nur noch ein Sitzplatz reserviert werden. Der zweite Platz muss frei bleiben. Die Corona-Krise verursacht erhebliche finanzielle Probleme für den Berliner Nahverkehr. Die Verkehrsverwaltung rechnet bisher mit rund 300 Millionen Euro an Verlusten. Das erklärte Verkehrssenatorin Regine Günther am Mittwoch im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses. Grund für die Verluste ist der Einbruch an Fahrgastzahlen. Die BVG schreibt ca. 117 Millionen Euro Minus. Rund die Hälfte der Einbußen erlitt die Berliner S-Bahn. Spaziergänger haben am Mittwoch in einem Waldstück in Pankow erneut Leichenteile gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen seit Mai vermissten 65-jährigen Mann handelt. Schon Anfang November hatten Spaziergänger Knochenfragmente in Pankow gefunden. Die Knochen gehörten zu einem vermissten 44-Jährigen, der mutmaßlich Opfer eines Sexualmordes mit Verdacht auf Kannibalismus wurde. Ob beim aktuellen Fund ein Zusammenhang zum Kannibalenfall besteht, ist bisher noch unklar. Und damit zu den Wetteraussichten. In der Donnerstagnacht erwartet uns ein bewölkter Himmel und eisige Temperaturen von minus 3 Grad. Der Freitag wird dann bewölkt mit Auflockerungen. Die Sonne zeigt sich zeitweise bei Temperaturen bis zu 5 Grad. Samstag bringt freundliches, teils wolkenreiches Wetter. Sonntag erwartet uns ein grauer, regnerischer Himmel, jedoch aber auch milde Temperaturen um die 10 Grad. Der Montag bleibt dann, bis auf gelegentlichen Regen, freundlich. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.